Hi YouTube. Ich muss mal tausend Dank an Drabusa S, der mir über YouTube diese tollen Sachen geschenkt hat. Ich bin der Hammer, also einmal einen Lärmschutzkopfhörer. Ziehe ich normalerweise nie auf, jetzt werde ich den aufziehen. Fünf verschiedene Fräsköpfe und dann Monster, komm raus, eine Monstermaschine. Ich habe sie noch nicht mal ausgepackt. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Ach du Schande. Was ist denn da alles dabei? Okay, das scheint so ein Staubsauger zu sein. Ein Werkzeugset mit irgendwelchen Verschraubungen. Muss ich mir alles mal noch genauer angucken. Denn das ist wohl die Führungsschienen hier. Irgendwie. Ja, das sind irgendwelche Führungsschienen. Da ist auch noch irgend so ein Adapterteller dabei. Nehmen wir mal den Rest hier raus. Nein. Also das ist das Monster-Maschinchen hier. Hey, das ist ja damit. Das ist ja ein Monster. Okay. Da kann man wohl irgendwie. Okay. Muss ich mir doch mal erstmal kundtun. Und da ist noch mal Sicherung. Dann kann man. Ah, okay. Der Druck ist das zu verstellen. Gucken wir mal, was da noch alles Schönes drin ist. Das ist wohl der Teller für diese Führungsschienen. Ein Staubsaugerteil. Irgendwie fehlt da was. Glaube ich, weil auf dem Ding war noch so eine Handfräse dabei, aber vielleicht ist das auch hier eine andere Ausführung. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt noch was überlegen, wie ich mir jetzt im Prinzip so rum einen Teller bastel, wo ich dann nachher die Aluteile, die ich schon gekauft habe, die muss ich noch auf Maß zusägen und die Bohrungen sozusagen setzen. Und dann kann ich hier mit der Maschine, muss ich mir jetzt noch mal gucken, wie ich das am besten mache. Ob ich von oben arbeite und ein Holzbrett runterlege und dann neifräse und durchs Holzbrett durch, oder ob ich die Maschine andersrum befestige und dann das als Fräsführung nehme. Da muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Vielleicht kann man ja Drabusa S, ich sage jetzt den Vornamen nicht, obwohl ich ihn weiß, weil ich nicht wusste, ob ich es sagen darf, mir noch einen Tipp geben. Der hat wahrscheinlich die Maschine auch. So, was ich euch noch zeigen wollte, ist von Welltop, die normalerweise für Fahrräder und für Bikes und sogar auch für Rollstühle Regendecker bauen. Da habe ich jetzt nur die Frontscheibe. Normalerweise gehört hier jetzt noch ein Dach, das nach hinten geht, aber das brauche ich ja nicht. Ich habe ja hier das Solardach. Er hat mir jetzt extra, weil es bei meinem Dreieck das Ganze ein bisschen größer ist, hier nochmal einen separaten Adapterstück dazu geschickt, weil es hat bei mir nicht ausgereicht, dass ich mit den Pedale vorbeikomme. Oder es halt vom Winkel dementsprechend gescheit einstellen kann. Jetzt kann man hier hergehen, kann diese Scheibe von der Höhe verstellen. Wenn zum Beispiel ganz starker Regen oder starker Schneefall ist, hat man hier dann ein Guckloch, wo man durchgucken kann. Klar kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen was durch, aber relativ wenig. Also das ist nur dafür, dass wenn die Scheibe komplett beschlägt oder halt wenn es einem warm ist, macht man das entweder komplett weg und dann kann man noch das Teil auch noch runterfahren oder man lässt es halt oben, sodass der Wind in der Mitte durchgehen kann. Also das Ding ist sehr variabel, einstellbar. Ja, und das kann man dann zum Beispiel hier entweder so anklipsen, dass es, wie gesagt, dieses Guckloch gibt, oder na, man macht es komplett rein und klettet es an, dann ist es komplett zu. Zum Ein- und Aussteigen ist jetzt natürlich für mich ein bisschen schwierig. Ich habe mir das jetzt so gemacht, dass ich das Pedal immer so stellen, dass es hier nach vorne, nach hinten zeigt. Dann lasse ich es vorbei. Das ist natürlich jetzt sofort für Effekt. Jetzt kann ich natürlich hier das Telefon. So.
Und dann kann ich es so nach vorne tun und steige sozusagen hier seitlich ein. Kann ich jetzt gerade nicht, weil hier die Wand im Weg ist. Ich kann natürlich auch so rum einsteigen, aber ich habe es angewöhnt, von der Seite einzusteigen. Ich habe es gestern schon ausprobiert, allerdings hat es nicht geregnet, aber es waren Haufen Fliegen unterwegs und ich habe keine einzige abbekommen. Das war schon mal aussagenhaft. Also ich muss keine Brille, wenn ich die Brille vergessen habe, kriege ich nicht 1000 Fliegen in die Nase, Mund oder ins Auge. Was ich mir mittlerweile auch noch geholt habe, habe ich euch erzählt, größeres Ladegerät. Das hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund schon die ganze Zeit rauschen. Ich bin voll begeistert. Den Link packe ich euch unten rein auch noch und auch vor dem Welttop. Weil ich habe jetzt in einer Stunde, nicht ganz einer Stunde, habe ich 3,4 Volt geladen. Also nicht ganz in einer Stunde, es war bei 47,5 Volt. Ja, jetzt bin ich bei 50,9, fast schon 51. Also der Akku ist bald voll. Und das in kurzer Zeit. Also das Ladegerät ist der Hammer. Pustet zwar ziemlich laut, aber es ist okay. Dafür wird es halt auch gescheit kühl. Da ist jetzt, habe ich jetzt auch den Ersatz mir jetzt geholt. Da kann ich also demnächst euch auch wieder Aufnahmen vom Dach machen. So, warum das gepiepst hat, nehme ich mal an. Ich habe hier dieses Mikrofonkabel da lose hingelegt. Das ist noch provisorisch gewesen. Und ich nehme an, dass hier über diese Stromleitung irgendein Impuls übertragen wird. Oder, was natürlich auch sein kann, ich habe ja hier oben diese USB-Ladeteile, dass die vom Motorimpuls irgendwas oder vom Solarwandler irgendeinen Störimpuls über die Stromleitung reinkriegen. Das werde ich jetzt demnächst mal austesten. Ich werde mir den Stromanschluss hier rüberlegen. Da ist nicht ganz so viel Strom, außer halt das Display hier. Ich werde die Kamera mal auf die Seite festmachen und werde mir aus Alurohr, das habe ich hier schon stehen, aus Alurohr mit dem Verlängerungskabel, was ich durchschieben kann, da ist es erstens auch noch gleich strahlogeschützt, hoffe ich mal ein bisschen. Und dann kommt am Ende ein Aufsteckmikrofon oben drauf, das was ich auch früher am Fahrrad dran hatte, da war ja eigentlich die Tonqualität immer relativ gut. Ja, also für meine Geschmäcke. Noch dazu zu sagen, mit dem Piepsen, ich hatte das bei mir gar nicht wahrgenommen auf dem PC, wo ich gearbeitet habe ich die Hochtöne irgendwie außersehen runterdreht gehabt und habe das Piepsen gar nicht gehört und meine Ohren scheinen auch nachzulassen. Meine Frau hat gleich gesagt, oh Gott, das piepst ja wie Sau, da haben die Leute ja recht. Und jetzt mittlerweile muss ich euch auch allen recht geben. Es tut mir unwahrscheinlich leid, dass ihr da so einen scheiß Ton drin habt. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wo es herkommt. Ich werde es rauskriegen. Ich bin auch gerade fleißig am Sparen, mir da ein besseres Mikrofon zu kaufen. Am liebsten wäre mir halt ein Funkmikrofon, dass ich flexibel bin. Ja, dass ich auch mal die Kamera nehmen kann oder von der Kamera weglaufen kann. Und ihr habt trotzdem immer das gleiche Ton, die Tonqualität. So, in dem Sinn, war nicht viel, Fahrradwohnwagen, ja, steht da draußen. Ich habe jetzt gerade alles zugeklebt, wieder vorne die Platte zugeklebt. Ich zeige es euch mal. Muss ich mich hier durchdringeln. Ja, weil unten ich schon die Batterien reingelegt hatte, um mal die Elektrik schon fertig zu machen, den alten Motor auch schon abgehängt habe. Also die Kabel sind schon alle draußen. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal provisorisch mit Klebeband wieder alles dicht gemacht, weil es unten alles reinkriegen hat und die Batterien, wie gesagt, die neuen da drin liegen. Die müssen natürlich jetzt nicht kaputt gehen. Sonst habe ich noch nicht viel gemacht. Ich warte noch auf die Victron Laderegler, dass ich da unten die Verkabelung fertig machen kann. Weil ich habe vor, erst die Verkabelung richtig zu machen, bevor ich die Platte drauf mache, weil ich kann so leichter arbeiten. Komm einfach besser hin. Dann kommen der Victron-Regler und auch die Motorsteuerungen von innen gegen diese Aluplatte. Dann habe ich im Prinzip gleichzeitig noch einen Kühleffekt, also mit der Rückseite. Dann ist die komplette Platte zur Außenkühlung und zusätzlich habe ich ja hier noch den Lüfter mit Thermostatsteuerung, der ja auch noch hier sozusagen durchlüftet. Ist ja auf beiden Seiten die gleiche Lüftungsklappe drin, bis dass hier noch ein Lüfter mit drin ist, der temperaturgesteuert wird. So. Mehr kann ich euch gar nicht großartig berichten. Ich hoffe jetzt mal, dass das Wetter demnächst wieder umschlägt.
Meinen Rücken geht es zwar nicht viel besser, aber sobald die Victron-Regler da sind, werde ich die Verkabelung voll machen, die Stützen schnell wieder dran machen, die alten noch dran lassen, bis ich es hochgefahren habe. Dann werde ich die Stützen nach vorne, das Lager noch befestigen, also das Gegenlager. Und werde dann gleich sozusagen hier das Eilstahl rausfräsen, die neuen Halter reinmachen. Ja, das hört sich alles so geschwind an, aber das wird Tage in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von jedem Schritt euch da ein Video machen soll. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es wirklich Schritt für Schritt sehen wollt. Es sind halt immer so bloß so Kleinigkeiten, die da passieren, von der Optik her, aber die halt unwahrscheinlich Arbeits- und Zeit investieren. Oh Gott, heute kann jemand mal labern. Zeitaufwendig sind. Ja, also daher, ich weiß nicht, ob das nicht zu langweilig wird. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich es machen soll oder nicht. So, in dem Sinn wünsche ich was. Wünsche uns alle, dass das Wetter wieder besser wird. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier sieht es wirklich schlecht aus. Ja. Ich meine, solange es jetzt nicht so arg schüttet, schaffe ich auch mal im Regen. Ja. Ich muss halt bloß hier vorne aufpassen, weil, wie gesagt, da sind jetzt die neuen Akkus drin, die sind halt nicht unbedingt, die sind ja nur so in Plastikfolie verschweißt. Ich weiß nicht, ob die so absolut wasserdicht sind, das glaube ich nicht. Ja, dafür sind sie nicht gedacht. Die sind wohl dafür schon gedacht, dass man sie irgendwo einbaut, wo halt kein Wasser hinkommt, wie das nachher, wenn es zu ist, wieder kein Wasser mehr hinkommt. Ihr seht, hier habe ich auch schon ein neues Klavierband dran, das muss ich noch fest silikonieren und vernieten, dass das wieder hebt, dass die Klappe wieder funktioniert, aber solange ich so arbeiten will, ist mir das sogar lieber, wenn es nicht dran ist, weil dann kann ich nachher alles beiseite stellen, die Elektrik fertig machen und dann wird hier wieder alles zugemacht, die Stützen kommen wieder dran und dann ist die Geschichte passé. Jetzt werden wieder bestimmt Hater anfangen, ja, aber was ist mit der Aluplatte, hast du die falsch bestellt? Nein, diese Platte ist eigentlich dafür gedacht, wenn ich hier innen den Ausschnitt für den Wassertank mache, den ich mir noch nicht sicher bin, ob ich machen soll. Klar, habe ich dann die Platte jetzt falsch bestellt. Aber ich habe schon eine Idee, wenn ich sie nicht mit dieser Klappe mache, werde ich da draußen einen Tisch machen. Einen klappbaren. Ja, und eventuell auch gleich noch zusätzlich einen Windschutz für den Herd, wo ich ja auch noch ändern will. Da hinten wird eh noch einiges passieren. Da kommt, wie gesagt, auch noch so ein Eingangszelt dran, was man auch wegklappen kann oder ja, hochbinden kann. Muss noch gucken, wie ich es am besten mache. Ja. Also, da lasse ich mir auch noch was einfallen. Jetzt kommen die Hater wieder. Ja, wieder mehr Gewicht. Nein, das ist nicht mehr Gewicht, weil ich hatte vorher eine Folie benutzt. Diese Folie ist schwerer wie das Zelt, wo da nachher dran kommt. Nur mal so am Rande. Also wird es wieder leichter. Ja. Seid mir nicht böse, dass ich das immer so sage mit den Hatern, aber mir geht es langsam echt auf den Strich, weil es ist ganz einfach so, ich mache mir wirklich viel Gedanken mit dem Wagen. Und auch viel Gedanken, was Gewicht angeht. Klar, hätte man vieles leichter machen können, aber andersrum, ihr müsst ja auch bedenken, dieser Wagen ist dafür gebaut, dass ich 4 Jahre lang eine Reise damit mache. Ja? Und zwar beide Kontinente abfahre. Ja? Und dann muss er das aushalten. Und dann muss auch alles so funktionieren, wie ich das brauche. Ja? Und dann will ich auch bei ganz schlechtem Wetter, wenn es mal stürmt und regnet, hinten drin sitzen können und was kochen, weil das ist halt meine einzige Kochmöglichkeit. Klar könnte ich die Herdplatte auch noch mit nach innen nehmen und dann habe ich den ganzen Gestank in dem kleinen Raum. Das muss ich mir nicht antun. Dafür habe ich diese Plane damals gedacht gehabt. Die hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, weil das Klettband, das den Windgewicht nicht ausgehalten hat, war eigentlich auch logisch. Und nein, die Folie, die habe ich eh da gehabt, also die habe ich jetzt nicht unnötig gekauft, wo ich wieder Geld rausgeschmissen habe, was jetzt wieder viele sagen würden. Nein, die Folie hatte ich eh noch im Keller liegen, das war eine Baufolie, die ich jetzt einfach zugeschnitten habe, so wie ich es brauchte und die ich auch weiterhin nutzen werde. Ja, also ein Teil von der Folie wird unten für den Boden noch dienen, ja, und den Rest bestimmt für irgendwas. Ja, also bei mir wird eigentlich nichts verschwendet. So, in dem Sinn habe ich jetzt doch schon wieder viel gelabert.
Ich wünsche was. Drückt mir mal die Daumen, dass das jetzt hier mal bald aufhört mit dieser Regenerei. Ja. Weil ich habe hier zwar die Werkstatt, aber wie ihr seht, wir sind hier gerade noch am Umstrukturieren, weil der Fahrradladen, der hier vorher drin war, und Werkstatt, der hat halt unwahrscheinlich viel Zeug. Also falls ihr mal irgendwelche Ersatzteile braucht und irgendwie in der Nähe von Esslingen wohnt, wir haben wirklich alles. So ziemlich alles. Selbst die komischsten Sachen haben wir hier da. Also, und das ist ja nur ein kleiner Teil, der hat ja hinten noch ein Lager und das muss ja auch noch leer geräumt werden, weil das gibt er ja auf. Die Werkstatt bleibt, er bleibt mit mir hier drin, weil alleine wäre die Miete für mich hier zu teuer. Sage ich offen und ehrlich, so wie es ist. Aber ich brauche den Platz hier erstens, um zu arbeiten, bis ich los war. Und halt auch als sichere Unterbringung für das Dreieck, weil das möchte ich nicht draußen auf der Straße stehen lassen. So, jetzt sage ich nochmal tausend Dank für die Maschine. Jetzt muss ich mir noch bloß mal noch überlegen, wie ich das hier am geschicktesten mache. Also von der Fräsung her, Ausfräsung her. Weil es sind halt doch sehr kleine Teile hier, sehr schmal. Ich denke mal, mit der Führungsschiene werde ich nichts mit anfangen können, also muss ich mir irgendwie einen Halter bauen. Aber vielleicht habt ihr mir ja dann noch einen Tipps, wie man sowas umbaut. Ich werde natürlich auch noch parallel im Internet mal googeln, weil da gibt es bestimmt auch genügend Videos, wo man so eine Oberfräse zu einer Fräse umbastelt. So, aber jetzt wirklich in dem Sinn, ich wünsche was. Gucken wir nochmal auf den Ladestand. Leute, guckt das an. Wir haben schon wieder fast ein Volt reingeladen in der Zeit, wo ich jetzt hier das Video aufgenommen habe. Also dieses Ladegerät ist der Hammer. Bin ich voll auf begeistert. Genauso wie von der Scheibe ich begeistert bin. Ich werde jetzt auch noch gleich noch, wenn ich hier mal den Krusch wieder aufgeräumt habe, noch eine kleine Runde im Regen fahren, um zumal die Scheibe im Regen zu testen. Mal sehen, vielleicht nehme ich euch auch noch mit. So, in dem Sinn, bis später.